Hallo und herzlich willkommen zum Workers Cast, dem Podcast für Handwerksunternehmer. Mein Name ist Jörg Mosner und du bist hier richtig, wenn du nicht in der grauen Masse aller mitschwimmen willst, sondern als Unternehmer immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen und Impulsen bist. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Mehr verrate ich noch nicht. Zu Gast ist jedenfalls Katja Mikus. Katja, hallo, ich grüße dich erstmal. Hallo Jörg. Katja, stell dich erstmal ganz kurz selbst vor. Ihr kennt das alle vom Workers Cast. Ich mache nicht immer so große Lobeshymnen auf meine Gäste, sondern sie dürfen sie gerne selber singen. Katja, fang einfach mal an. Okay, ich werde auf das Singen verzichten. Ich bleibe beim gesprochenen Wort. Katja Mikus mein Name. Ich arbeite für die Handwerkskammer Hannover. Und das jetzt seit gut 5 Jahren. Komme selber so ein bisschen aus der Bildungsbranche. Habe früher bei einem freien Bildungsdienstleister gearbeitet. Bin von Haus aus Kauffrau und BWLerin mit so einem Schwerpunkt Informationsmanagement und Marketing. Und bin bei der Handwerkskammer gelandet, eher durch einen Zufall. Bin dann dort relativ schnell in die Projektarbeit eingestiegen und habe immer schon mit Unternehmen zusammengearbeitet, auch ein Teil, ja, ich sag mal so ein Stück weit auch Beratungen durchgeführt mit und für Handwerksunternehmen. Und das vielleicht so. So als Einstieg, ja, wenn dir das reicht. Das ist als Einstieg schon mal super, ja. Ich frage einfach mal, damit wir dich auch so ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir auf das besondere Projekt, das du betreust, eingehen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten auf diesem Weg in Richtung Handwerkskammer, die ja vielleicht auch ein bisschen auf das einzahlen, was du jetzt machst? Also dieses spezielle Projekt, ich spanne die Leute immer noch so ein bisschen auf die Folter, damit die wirklich dranbleiben. Gibt es was Besonderes? Etwas Besonderes. Nein, es ist ja nichts Besonderes. Also ich bin eine Frau im Handwerk, wenn auch nicht auf der produktiven Seite. Ganz ehrlich, Jörg, nee, es gibt eigentlich gar nichts Besonderes. Ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt verraten darf, wie weit du diesen Spannungsbogen noch halten möchtest. Wir müssen also ich jetzt immer schon eine Affinität zum Handwerk und vor allem auch zu Unternehmensführung, Betriebsführung im Handwerk und hatte immer schon ein ganz gutes Netzwerk, vor allem auch zu Frauen im Handwerk, die sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt haben, die Betriebe zu führen oder auch eine Führungsrolle in Handwerksbetrieben zu übernehmen. Und naja, also der Zufall hat dich auf jeden Fall an die richtige Stelle geführt. Und jetzt lass uns mal so ein bisschen mit der Geheimniskrämerei aufhören. Du betreust ein Projekt, das nennt sich Handwerk mit, jetzt weiß ich gar nicht, ob man es in einem Wort spricht, FIF oder FIF? Ja, wie, FIF? Genau. Handwerk mit FIF, okay. Und Handwerk zwar, Frauen gehen im Handwerk in Führung. Richtig. Und wir sind, das erzähle ich jetzt vielleicht auch mal, miteinander in Kontakt gekommen. Ich habe dieses Projekt im Internet gesehen. Ich glaube, auf Facebook oder so habt ihr irgendwas über die Aktion gepostet. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eine richtig tolle und wichtige Sache. Und habt ihr dann mein Buch geschickt, weil im Kapitel 9 oder beziehungsweise das Kapitel 9 heißt, die Zukunft ist weiblich. Also das habe ich geschrieben, bevor ihr dieses Projekt überhaupt initiiert habt, weil ich der Meinung bin, die Fähigkeiten, die hauptsächlich dem weiblichen Teil der Bevölkerung zugeschrieben werden, sind die, die uns im Handwerk in die Zukunft führen. Daher kam diese Überschrift und daher kommt unser Kontakt. So, richtig. Das als Hintergrund. Jetzt, wie kam es dazu, dass dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen wurde? Und worum geht's in diesem Projekt im Groben? Was macht ihr? Also es kam dazu, es war eine längere Entwicklung. Wir haben von der Handwerkskammer Hannover mehrere Aktivitäten in den letzten Jahren unternommen, immer mit dem Fokus auf Frauen im Handwerk. Also ob es jetzt die Unterstützung war, junge Frauen für das Handwerk zu begeistern mit Projekten wie Mädchen ins Handwerk
oder den klassischen Girls Day, den wir auch noch so leben, eben der Zukunftstag, aber wirklich auf die Mädchen beschränkt. Ansonsten eine Plattform haben wir ins Leben gerufen, auf der sich Frauen vernetzen können, Frauen aus dem Handwerk, nennt sich Connect, steht für Kommunikation, offener Austausch, Netzwerken. Also viele kleine Steps mit der Frau im Handwerk im Fokus. Und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen ist man natürlich engagiert und irgendwann kam über einen Fördermittelgeber eine Förderlinie, in der man gesagt hat, wir würden ganz gerne mit bestimmten Geldern, das ist auch, sind auch EU-Gelder, die Förderung von Frauen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. Das hört sich erstmal riesig komplex an, ist es sicherlich auch. Und wir sind aber sofort darauf angesprungen und haben gesagt, Integration in den Arbeitsmarkt, Förderung von Frauen, das ist auch was fürs Handwerk und haben das für uns so interpretiert, dass wir gerne Frauen bei der Ausführung oder Übernahme von Führungsaufgaben unterstützen möchten. Nicht nur Frauen, die das bisher vielleicht noch nicht gemacht haben, um sie dahingehend zu entwickeln, sondern auch Frauen, die schon Erfahrungen gesammelt haben in der Führung und die das einfach noch ein bisschen professioneller ausbauen wollen, ein bisschen auf andere Füße stellen, sich noch ein bisschen Input holen, weil vieles einfach intuitiv läuft. Und da sind wir drauf angesprungen und haben im, muss ich kurz überlegen, letztes Jahr haben wir einen Projektantrag geschrieben mit genau Kurs. Und ja, das kam gut an und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das konkret ausformulieren. Jetzt bin ich ja eigentlich schon dabei zu erzählen, worum geht es eigentlich im Projekt. Ich mache einfach mal weiter oder willst du eine Frage zwischendurch stellen, also nicht, dass das ein Monolog wird? Ich hör dir gerne zu und ich denke mal, das geht an allen anderen, die das Interview hören, genauso. Dann erzähl ich einfach weiter. Ja, mach nur weiter. Wir haben gesagt, okay, wir würden gerne mit Frauen zusammenarbeiten, gerne mit einer größeren Gruppe, die wir unterstützen durch drei Arten der Unterstützung. Einmal haben wir festgestellt, dass viele Frauen, das schreibst du auch in deinem Buch, doch mit einer großen Zurückhaltung manchmal einfach noch zu kämpfen haben. Das heißt, für uns war wichtig, dass wir die Frauen auch ein Stück weit coachen können. Coachen in die Richtung, wie ist ihre Zielsetzung, was brauchen sie, um das zu erreichen, was bringen sie überhaupt schon mit und was fehlt im Grunde genommen noch oder wo können wir noch ein paar Sachen rausholen. Also das ist ein Baustein des Projekts Coaching, klassische Einzelcoaching ist das mit einem. Lass dich mal kurz, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, ich habe keine Frage, aber gehst du irgendwie vom Mikrofon weg, weil du wirst immer leiser beim Sprechen, merke ich gerade. Nee, bin ich nicht, aber ist das jetzt besser? Jetzt ist wieder lauter, ja, jetzt kannst du okay. kannst du wieder weitermachen. Okay, also klassisches Coaching ist ein Baustein, dann haben wir gesagt, Frauen, die Führungsaufgaben übernehmen und sich da ein bisschen fitter machen wollen, brauchen natürlich auch ein Stück weit Handwerkszeug an die Hand. Mhm. Das heißt, es gibt einfach Themen, die wir schulen, über Seminare, über Workshops, über auch ganz ausgefallene Formate. Das sind Sachen wie gesundes Führen, Führen von Teams. Wie motiviere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was gibt es für Anreizsysteme? Dann, du schreibst es ja auch, ein Riesenthema, Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Wie lässt sich das im Handwerk realisieren? Mhm. Welche Wege gibt es, um Teilzeitangebote auch gerade in Gewerken zu organisieren, die eher dafür nicht geeignet sind? Wir sprechen über die Baubranche, da kann eben keiner, du hast auch geschrieben, 12 Uhr den Hammer fallen lassen oder keine 12 Uhr den Hammer fallen lassen und sagen, ich bin dann mal weg, der Kindergarten schließt. Also solche Themen, um zu sensibilisieren, um weiterzubilden und genau, also im Grunde genommen eine ganze Reihe an Qualifizierungsangeboten als zweiter Baustein. Und der dritte, um jetzt kurz dieses Projekt nochmal zu skizzieren, ist ein Mentorenprogramm. Das heißt, jede der teilnehmenden Frau, wir haben im Übrigen mit 28 Frauen sind wir gestartet,
Jeder der teilnehmenden Frauen bekommt eine erfahrene Mentorin an die Seite gestellt für insgesamt 1,5 Jahre. Die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden ist total frei. Da haben wir und wollen wir auch keinen Einfluss drauf nehmen, um im Grunde genommen zu wachsen, um sich auszutauschen, um jemanden zu haben, der möglicherweise die Schritte, die sie vor sich hat, schon gegangen ist, um ja einfach von diesen Erfahrungen zu partizipieren, sich einiges abzugucken und eine vertraute Person zu haben, die einen so ein bisschen leitet. Mhm. Aber es darf auch nicht ganz falsch verstanden werden, weil wir in dem Kreis der Frauen, die an diesem Projekt teilnehmen, so viele Frauen haben, die selbst schon eine Unternehmensführung haben oder lange schon Führungsaufgaben ausführen. Das heißt, dieser Austausch mit der Mentorin ist eigentlich auch eher einer auf Augenhöhe. Das ist nicht immer ein Lernen von, sondern das ist ganz oft auch ein Austausch, ein Miteinander, einfach die Möglichkeit haben, zusammen auch mal eine Veranstaltung zu besuchen, das Netzwerken zu üben oder auch Netzwerke zu tauschen beziehungsweise in das andere reinzuschnuppern. Also im Grunde genommen so ein bisschen eine Partnerschaft, die wir so initiieren, ja, sagen wir es mal. Gegenseitig voneinander profitieren, würde ich jetzt mal sagen, ne? Genau. Absolut, genau. Okay, jetzt lass mich mal kurz einsteigen, weil ansonsten habe ich zu viele Fragen im Kopf, die ich dir jetzt dazu stellen möchte. Also es ist ja grundsätzlich kein, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normales Projekt, sondern die Besonderheit liegt, ja, das haben wir ja jetzt thematisiert, darauf, dass wirklich nur Frauen da dabei sind. Jetzt die Frage, du hast schon gesagt, ihr macht auch mal so ein paar besondere Sachen. Was mich so interessiert, du hast ja gesagt, naja, da sind hier und da dann einfach auch so vielleicht ein paar Schwächen da. Wie steuert ihr das von der Fortbildung? Weil ich bin der Meinung, man sollte hier wirklich auf die Stärken, die gerade Frauen im Bereich Führung haben, eingehen und nicht versuchen, diese Defizite, die sie vielleicht im Vergleich zu männlicher Führung haben, ausgleichen. Weil gerade aus meiner Sicht diesen weiblichen Anteil, den brauchen wir ja unbedingt. Wie steuert ihr das, beziehungsweise wie seht ihr das? Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass diese Stärken ja ohnehin schon vorhanden sind. Ja. Das heißt, da brauchen wir ja nicht viel entwickeln, sondern das müssen wir eigentlich nur ein Stück herausstellen und im Grunde genommen nochmal betonen. Das macht das Coaching. Dafür gab es zu Beginn der Teilnahme 2 Coaching-Einheiten mit einem Coach, in der genau diese Stärken natürlich auch herausgearbeitet wurden. Und da gilt es eigentlich, jemanden zu ermutigen, genau das so weiterzumachen. Und diese Stärken werden unter anderem gefördert, weil wir jetzt durch 2 betriebsbedingte Abbrüche innerhalb des Projektes mit 26 Frauen weiterarbeiten. Und diese Frauen stärken sich ja untereinander schon. Das heißt, in diesen Qualifizierungsbausteinen, den Seminaren und Workshops, in denen die Frauen aufeinandertreffen, das ist ja nochmal eine ganz besondere Dynamik, in der dieser Austausch nochmal untereinander stattfindet und das eigentlich gestärkt wird. Mhm. Warum bin ich so ein bisschen auf die Defizite, ich möchte es aber gar nicht Defizite nennen, das klingt so negativ, sondern auf die Potenziale, nennen wir es Potenziale, ja, eingegangen, weil das einfach das ist, was viele auch noch brauchen. Die Zielgruppe, die wir haben, sind Handwerkerinnen, es sind kaufmännische Angestellte im Handwerksbetrieb, es ist die klassische Unternehmerfrau, das sind die Teilnehmerinnen innerhalb des Projektes und nicht jede hat für diese Führungsaufgaben entsprechende Voraussetzungen, die sie mitbringt. Mhm. Und da einfach eine gute und solide Basis auch an Wissen und an Handwerkszeug für Führungsaufgaben zu schaffen, haben wir gesagt, natürlich bekommt jede erstmal im Grunde genommen diese Basisbeschulung. Ja. Ist für jede der Frauen gleich. Es gibt ein Basisprogramm innerhalb der Qualifizierung und es gibt einen Teil, den man je nach Bedarf hinzubuchen kann. Das sind dann spezielle Themen. Das sind Themen wie Qualitätsmanagement, Innovation, das ist Projektmanagement. Nicht jede Frau beschäftigt sich in ihrer Führungsaufgabe mit solchen Themen. Mhm. Also das war eher so individuell.
hinzubuchbar und jede konnte sich diesen Qualifizierungsplan gestalten, wie sie wollte. Immer eng in Abstimmung, gerade diejenigen, die noch keine Führungsposition haben und darauf hinarbeiten mit den Betriebsinhabern und Betriebsinhaberinnen. Also wir haben da auch immer ganz eng mit den Betrieben zusammengearbeitet, damit von der Seite auch die Perspektive da ist. Wir unterstützen das als Betrieb. Der Betrieb muss es ohnehin unterstützen, weil die kompletten Qualifizierungen freigestellt sind. Hm. Also ein riesen Dankeschön auch an der Stelle, jeder, der es hört und hieran beteiligt ist, an die Betriebe. Das sind über 400 Stunden innerhalb von 2 Jahren. Das wow. ist Wahnsinn. Ja. Und da muss auch die Bereitschaft des Betriebes da sein. Und alle, die mitmachen, haben diese Bereitschaft und geben den Frauen damit natürlich auch die Perspektive innerhalb des Unternehmens. Ja. Lass mich mal du hast das Wort ermutigen genannt. Mhm. Lass mich mal eine Thematik eingehen, die handwerksübergreifend ist. Aber es ist ja sehr häufig so, wenn ein Mann irgendwo eine kleine Kompetenz hat, dann schreit er, boah, ich bin hier, lass mich nach vorne, ich kann das. Und wenn Frauen irgendwo eine Megakompetenz haben, bleiben sie im Hintergrund und ja, drängen sich nicht nach vorne. Hey, pass mal auf, ich kann das, lass mich das machen. Frage 1, siehst du das genauso? Und Frage 2, inwieweit ermutigt ihr eure Teilnehmerinnen, dann auch wirklich mal forsch voranzugehen mit dem, was sie bei euch lernen? Mhm. Ich sehe das ähnlich, ja. Ich bin aber ehrlich gesagt kein Fan davon, so etwas zu verallgemeinern, weil es ja irgendwo immer ein Stück weit klischeebehaftet ist. Aber ja, es gibt dieses Klischee. Ich würde, wenn ich dich unterbrechen darf, ja. Klar, verallgemeinern möchte ich es auch nicht. Aber ich meine, wenn wir jetzt nur als Beispiel nehmen, dass wir in, keine Ahnung, den Vorstandsetagen einen so und so hohen Prozentsatz an Männern haben, der wesentlich höher ist als der von Frauen. Und das liegt ja nun wahrlich nicht immer daran, dass die höhere Kompetenz haben. Ja? Sondern dass die halt irgendwann mal gesagt haben, hey, hier bin ich, ja, jetzt kann es losgehen. Ja, ich weiß, da spielen dann auch natürlich das Familienthema mit rein. Aber so vom Grundsatz her meine ich das. Keine Verallgemeinerung mehr. Ja, nein, also ich gebe dir recht, absolut. Ermutigen heißt für uns, du, ganz ehrlich, ich habe deine Frage vergessen, kannst du die nochmal formulieren? Oh je, na toll, und dabei unterstellt man uns doch immer Multitasking. Ich hab, so Schwäche gezeigt, Schwäche zugegeben, sag nochmal. Ich hab einen Zettel hier. Gemein. Nee, ich schreibe mir dann auch immer Sachen mit, die mir zwischendrin einfallen. So ein kleiner Workerscast-Insider war das jetzt dann. Nee, also diese Tatsache, dass Männer, wenn sie ein bisschen Kompetenz haben, sich in den Vordergrund drängen und sagen, ja, hier bin ich, ich kann das. Und Frauen, die eine Megakompetenz haben, häufig eher im Hintergrund bleiben und so, ja, in Anführungsstrichen versteckt das Ganze machen, obwohl ich der Meinung bin, dass wir da mehr, ja, in Anführungsstrichen auch wieder Selbstvertrauen bräuchten, zu sagen, komm, jetzt lass mich mal ran, ich kann es auf jeden Fall am besten. Ja, also das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Obwohl ich glaube, dass sich das ändert. Das ändert sich jetzt auch mit der Generation, die heranwächst. Ich glaube zu beobachten, dass es diesen Unterschied langsam nicht mehr gibt. Warum gibt es den jetzt noch? Gerade im Handwerk, weil wir da natürlich gerade in eher männertypischen oder männerdominierten Gewerken, da haben wir genau diese beiden Lager. Ich sage jetzt mal, großtönen, viel reden und kann ich. Und die Frau im Grunde genommen in der Situation, dass sie da nicht gegen ankommt. Das heißt, die einzige Chance, die sie hat, ist genau das zu tun, was erwartet wird oder genau die Leistung zu bringen und zu zeigen, was sie kann. Oftmals auch noch in einer höheren Qualität oder auch in einfach in einer viel höheren Leistung, als es ein Mann tun müsste, um diese Kompetenz anerkannt zu bekommen. Und das, da gebe ich dir recht, ist es immer noch, und das ist eigentlich wahnsinnig schade, so, dass die Frau viel, viel mehr leisten muss für das, was, ja, ich sag mal, ein Mann durch reines Erzählen
anerkannt bekommt. Das ist richtig. Was mir aber auch aufgefallen ist, die Frauen, die sich für so einen Beruf, für so ein Handwerk auch entscheiden, wissen das ganz genau und wollen ehrlich gesagt auch oftmals gar nicht darauf angesprochen werden, dass sie mehr leisten müssen, weil sie wissen, ich gehe da rein mit dem Wissen, dass es so ist. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Ich stehe dort, meine Frau. Ich mache das. Und ich weiß, dass das bei mir 3 Tage länger dauert, bis jemand sieht, dass ich das genauso kann. Also da ist auch dieser Drang, sich in diesen Vordergrund zu stellen, gar nicht so stark da. Und das macht es eigentlich wieder sympathisch. Und da, glaube ich, geht auch diese Entwicklung hin. Das wird sich irgendwann verwaschen. Das wird verschwimmen. Diesen Unterschied wird es irgendwann nicht mehr geben. Und das ist auch eine Art, das Naturell der Frau, was sie oftmals mitbringt, eben nicht den großen Larry erst raushängen zu lassen, sondern erst mal zu machen. Ihr könnt euch das dann angucken, die Leistung ist da und ich muss hier vorher nicht groß rumkühlen. Also das war jetzt sehr emanzipiert. Ja, ja. Ja, nee, ist ja auch, also ich meine... Das so gut. Ja. Mein, klar, sowas, man kann sowas auch nicht erzwingen. Also ich meine, das ist ja auch was ich in diesem, ja, jetzt schon mehrfach erwähnten Kapitel 9 in Glücksspieler Handwerk geschrieben habe. Ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht im Kopf, weil ich die logischerweise damals auch recherchiert habe, aber das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Frauen in Deutschland, ja, also nicht irgendwo am letzten Zipfel der Welt, sondern in Deutschland ein eigenes Konto eröffnen dürfen, dass sie wählen dürfen und solche Sachen. Also das sind ja wirklich noch keine Zeitspannen. Und auch das hat sich alles erst entwickelt. Aber ich glaube, ja, auch mit eurem Projekt, wir sind auf einem guten Weg. Lass uns mal dieses Stichwort Entwicklung gleich weiterspinnen. Wie entwickelt sich euer Projekt weiter? Also gibt es da Ausweitungen? Gibt es bereits erste Erfolge, dass du sagen könntest, Mensch, dieser oder jene Teilnehmerin hat jetzt aufgrund dieser Fortbildung schon was angestoßen? Wie ist da so die Zukunft? Also vielleicht nochmal zu den Eckdaten. Wir sind jetzt ungefähr seit einem halben Jahr dabei. Das Projekt ist angelegt auf eine Dauer von 2 Jahren. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich habe das konzipiert und initiiert, war wahnsinnig aktiv damals, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft und Akquise betrifft, für die natürlich Projektteilnehmerinnen und jetzt auch für die Mentorinnen, die wir gesucht haben für unsere FIF-Frauen. Ja. Aber die Leitung des Projektes hat meine Kollegin Patricia Stephan und sie hat auch noch eine Kollegin, Kirsten Höxter, die beiden schmeißen das. Also ich bin jetzt ein bisschen außen vor, darf aber ganz, ganz toll immer einen Einblick haben und ganz viel miterleben. Wie geht es weiter? Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir das Matching zwischen den Teilnehmerinnen und der Mentorin oder den Mentorinnen durchgeführt haben und hier einfach wahnsinnig tolle Tandems entstanden sind. Und wir freuen uns auf diese Arbeit und auf die ersten Rückmeldungen aus dieser Zusammenarbeit. Ansonsten haben die Frauen einen prall gefüllten Plan an Qualifizierungseinheiten, die sie natürlich ableisten oder an denen sie teilnehmen, wie gesagt, sehr, sehr individuell gestaltet. Es kommen weitere Coaching-Einheiten. Wir haben auf der Halbzeitschiene ein weiteres Coaching für jede Frau angesetzt, um zu gucken, war das damals, was wir so vereinbart haben, ist das die richtige Richtung, wie hat sich das entwickelt, wie sind eure persönlichen Erfolge seit Beginn des Projektes, um genau die Frage, die du jetzt gestellt hast, auch nochmal für uns ein bisschen sichtbar zu machen. Und was gibt es für Besonderheiten schon? Also wie gesagt, wir warten jetzt so ein bisschen drauf, dass wir auch die ersten Einblicke aus der Zusammenarbeit zwischen den Mentorinnen und der Teilnehmerin bekommen. Aber es gibt so Dinge wie eine Mentorin beispielsweise, Frau Tronicke ist gerade Best-Chefin geworden. Das heißt, sie hat einen Unternehmenspreis erhalten in Niedersachsen als beste Chefin eines Handwerksbetriebes und sie als Mentorin zu haben für eine Frau, die genau das auch anstrebt, ist natürlich toll. Da werden ganz viele Erfahrungen ausgetauscht. Wir haben Rückmeldungen bekommen, ja, jetzt fragst du mich ehrlich gesagt so Sachen, die kann ich dir gar nicht so sagen. So richtige Erfolge zum jetzigen Zeitpunkt
Ich überlege und grabe schon die ganze Zeit in meinem Kopf. Du, das ist doch, also ich sag mal, so ein Preis, ich bin hier technisch nicht gut ausgestattet, ja, sonst hätte ich jetzt einen Tusch eingespielt, ja. Dann muss ich mir mal irgendwo noch hier auf den Schnellzugriff packen, dass ich bei solchen Aussagen einen Tusch spielen kann. Nee, ist doch schon mal eine grundsätzlich tolle Geschichte. Ich will da jetzt auch gar nicht draufklopfen. Ich denke mal, da wird sich eine ganze Menge entwickeln. Wie sieht's mit anderen Kammern und Verbänden aus? Springen die auf euer Projekt auf? Gibt's da schon Kopien oder besser gesagt Weiterentwicklungen dieses Projektes, dass das also in Deutschland nicht nur in Hannover stattfindet, sondern auch an anderen Standorten? Also ich habe jetzt noch nichts Konkretes gehört. Wir sind aber immer bereit. Wir haben uns mit der Handwerkskammer in Hamburg zu Beginn auch stark ausgetauscht. Die haben dort ja auch die Nachwuchsförderung gerade für Mädchen im Handwerk mit dem INA-Projekt. Da hatten wir im Vorfeld ein bisschen was ausgetauscht. Ansonsten gibt es in dieser Förderrichtlinie, auf die wir uns damals beworben haben, auf die wir quasi aufgesprungen sind, auch noch in zwei anderen Handwerkskammern in Niedersachsen ähnliche Projekte. Da habe ich nur den Stand der Dinge nicht, aber Ziel ist es natürlich, dass wir uns austauschen. Also das, was bei uns gut gelaufen ist und vor allem auch das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, das müssen wir untereinander ein bisschen austauschen. Die Ergebnisse nach den zwei Jahren sind natürlich auch ein Moment, den wir gerne spiegeln möchten. Wir arbeiten hier mit der Landesvertretung der Handwerkskammern in Niedersachsen zusammen, die alle Kammern in Niedersachsen ein Stück weit betreuen und versuchen hier auch diesen Austausch durchzuführen und aufrecht zu erhalten. Und ansonsten ist unser Ziel natürlich, nach diesen zwei Jahren aus den Erkenntnissen dieser Qualifizierungen und des Coachings und auch der Mentorenarbeit etwas für unser eigenes Angebot als Handwerkskammer Hannover herauszuziehen. Das heißt, es sind ja im Grunde genommen auch ein Stück weit im Moment 26 Testpilotinnen, die für uns testen, irgendwann natürlich Vorbilder werden. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Funktion. Und die auch ihre Erfahrungen weitergeben werden, ihre Erfahrungen mit solchen Qualifizierungsbausteinen, mit einem Coaching, ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einer Mentorin, um andere zu ermutigen, so etwas Ähnliches zu tun und auch zu erzählen, inwieweit es sie weitergebracht hat, ob es sinnvoll war für das, was sie erreichen wollten oder was besonders sinnvoll war für das, was sie erreichen wollten. Und möglicherweise können wir Teile davon in ein Regelangebot übernehmen. Das heißt, dass wir zukünftig im Bildungsangebot spezielle Qualifizierungsbausteine aus diesem Projekt haben, dass wir möglicherweise auf einer ehrenamtlichen Art und Weise, so wie es ja jetzt im Projekt auch ist, Mentorinnen gewinnen, um im Grunde genommen außerhalb des Projektes so eine lockere Partnerschaft zu initiieren. Dafür haben wir Plattformen, auf denen man sich treffen kann. Das wäre alles möglich, aber dafür brauchen wir jetzt durch das Projekt natürlich Beispiele, die wir dadurch schaffen, um sie später kommunizieren zu können. Und auch das Coaching ist eine ganz ist ja nichts Neues. Wir haben da jetzt nichts Neues erfunden. Das ist ja ein bewährtes Mittel, aber vielleicht noch nicht so angekommen im Handwerk. Mhm. Und das einfach so ein bisschen nach außen zu tragen, die Erfahrungen nach außen zu tragen, was das der Frau gebracht hat, persönlich, wie man Ziele besser definiert hat dadurch und sie vielleicht auch schneller erreichen konnte. Okay, wir sind gespannt, ich bin gespannt. Ich bin immer so ein bisschen zu schnell, ne? Alles gut. Ich denke da immer dann schon ziemlich weit. Lass uns mal noch ein letztes Themenfeld aufmachen. Ich hatte mir auch genau dieses Stichwort notiert mit dem Girls' Day. Mhm. Also grundsätzlich, das ist ja mein Hauptthema, also wie gewinnen wir Talente, wie gewinnen wir Fachkräfte fürs Handwerk, auch auf emotionaler Ebene, weil ein ganz wichtiger Spruch von mir, Menschen arbeiten für Menschen und nicht für Unternehmen. Und alleine das mal auf der Platte zu haben, wäre für viele dann schon verdammt wichtig. Aber jetzt mal Stichwort weiblicher Nachwuchs. Also du hast den Girls Day angesprochen. Und ich möchte jetzt um Gottes Willen nichts gegen den Girls Day sagen. Aber es ist halt so ein Tag, wo man sich da mal drüber Gedanken macht.
Und wo es dann auch immer, also für mich hat es immer so ein bisschen den Touch, na du, das ist was Besonderes für Mädchen, das ist was Außergewöhnliches, diese Berufe, die wir dir hier vorstellen wollen. Und aus meiner Sicht, also korrigier mich, wenn du es anders siehst, überhaupt kein Thema, ist das nicht so wirklich der richtige Weg von vom Geist, der dahinter steckt. Also ich würde es so toll finden, wenn jeden Tag Girls Day wäre. Also und wenn wir das dementsprechend auch kommunizieren und dafür gerade digitale Möglichkeiten haben, die Unternehmen und auch die Frauen in den Unternehmen 365 Tage im Jahr darzustellen und nicht nur am Girls Day. Wie siehst du das? Was macht ihr vielleicht auch selbst in diesem Projekt diesbezüglich? Ja, du hast völlig recht. Also der Girls Day ist ein Tag. Ich persönlich bin froh, dass wir es von unserer Kammerseite wirklich bei den Mädchen am Zukunftstag belassen, um hier nochmal einen Tag zu haben, bei dem man speziell für Mädchen etwas tut. Aber das ist, wenn man es als einzelne Aktivität sieht, schwindend gering. Das macht auch ehrlich gesagt nichts aus, hast du völlig recht. Wichtig ist die Darstellung in den Medien, die Darstellung des Handwerks in den Medien, dass es immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mann und Frau ist und dass eben genau diese Berufe, die wir ohnehin haben als eher frauendominiert, ob das Kosmetikerin ist, Friseurin, Zahntechnikerin, Schneiderin, dass wir eben diese nicht alleine darstellen mit den Bildern der Frau, sondern dass ein anderes Bild wird, ein ausgewogenes Bild wird. Was wir versuchen, oder ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, das Projekt Mädchen ins Handwerk ist im Grunde genommen ähnlich wie ein Girls Day, nur dass wir hier ganz gezielt auf 9. Klassen in den Gesamtschulen zugehen und dort Mädchengruppen für 1 bis 3 Tage ins Handwerk holen. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie der Girls Day, also Handwerk erlebbar machen, in den Werkstätten sich auszuprobieren, in einem doch etwas geschützteren Bereich, nämlich nur unter Mädchen. Das tun wir und nicht nur einmal im Jahr, das tun wir öfter. Dafür steht das Bildungszentrum, der Campus zur Verfügung. Das ist eine tolle Möglichkeit. Aber auch das alleine wäre wieder nur ein kleiner Baustein. Wir sehen eher so ein bisschen langfristig die Hoffnung, dass wir durch diese vielen kleinen Aktionen und auch durch das Projekt Handwerk mit Pfiff die Frauen in den Unternehmen, die jetzt in den Unternehmen sind, ob das die Handwerkerinnen sind, ob das die kaufmännischen Angestellten sind, ob das die Unternehmerfrauen sind, die Unternehmerinnen, dass wir diese Frauen so weit sensibilisieren und mit Know-how ausstatten und stark machen, dass sie selbst diese Veränderung in ihren Betrieben vornehmen, dass sie die Mädchen aktivieren, eine Ausbildung anzufangen, dass sie die Rahmenbedingungen in den Unternehmen, in den Betrieben ändern, um eine zum Beispiel Vereinbarkeit für Familie und Beruf möglicher zu machen. Und diese Vorbildfunktion, die die Frau im Unternehmen hat, die soll sich natürlich auf den Nachwuchs übertragen. Ja. Und das ist jetzt eher so eine langfristige Geschichte, aber es ist wichtig, die Bilder in der Öffentlichkeit so darzustellen, dass es eine gesunde Mischung ist zwischen Mann und Frau im Handwerk, dass man die Bilder so darstellt, dass Handwerk für eine Frau immer eine Perspektive ist, dass man Vorbilderinnen schafft, die einfach eine Geschichte erzählen und die sagen, wie sie es geschafft haben und mit Liebe und Leidenschaft, wie du es auch immer schon beschrieben hast, dabei sind und wie sie die Vorzüge einer Frau, die sie nun mal mitbringt, in so einem Betrieb toll einbringen können. Also diese Vorbildrolle ist wahnsinnig wichtig. Und dass wir uns auch ein bisschen sensibilisieren, also wir im Sinne von Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern, wenn es um Gründungen geht, wenn es um Nachfolge geht, dass wir hier auch Frauen ermutigen, in der Meisterschule ansprechen und anders ansprechen, als wir es bisher vielleicht getan haben mit gründungsinteressierten Männern im Handwerk. Das ist auch total wichtig. Da dürfen wir unseren Einfluss nicht vergessen. Aber auch wir brauchen so ein bisschen Genderkompetenz oder ein bisschen Gendersensibilität,
weil Frauen anders angesprochen werden wollen, gerade wenn es um diese Fragen geht, gerade wenn es um Nachfolge geht. Da vielleicht auch noch mal kurz der Einwurf, wie sich die Entwicklung doch verändert hat. Ich weiß von der Kollegin von der Handwerkskammer Braunschweig, dass dort im Moment in der Gründungs- und Nachfolgeberatung, dass sie sagt, es ist unglaublich, wie sich das in den letzten 2 bis 4 Jahren verändert hat, dass die Töchter auf der Matte stehen. Die Töchter der Betriebe stehen auf der Matte und sind diejenigen, die Interesse an der Nachfolge haben. Nicht nur die Söhne oder weniger die Söhne. Also auch diese Entwicklung ist eine, die natürlich für Frauen im Handwerk spricht und wo man einfach dranbleiben muss. Wo Frau einfach dranbleiben muss. Das wäre schon fast ein Schlusswort gewesen. Merkst dir mal, ja? Wir kommen schon fast Richtung Schlusswort. Wer jetzt Interesse an dem Projekt hat, man, es ist im Moment ein laufendes Projekt, aber wie kann man mit euch in Kontakt kommen? Hoppala, das war mein Kugelschreiber. Irgendwie eine spezielle Adresse auf eurer Handwerkskammer-Homepage oder worauf kann man die Leute verweisen? Ja, also wenn ihr Bock habt, alle Aktivitäten der Handwerkskammer Hannover in Bezug auf Frauen im Handwerk zu sehen, dann wäre es ganz einfach unter www.hwk-hannover.de und dann /Frauen im Handwerk. Das ist quasi unsere Bündelseite und da seht ihr alle Aktivitäten, die wir so unternehmen. Ganz viele Verlinkungen zu dem Projekt Handwerk mit Pfiff natürlich, aber auch zu den Plattformen, die wir anbieten und anderen Projekten wie Mädchen im Handwerk und vielen, vielen Dingen, kleinen Audio-Takes, kleinen Videosequenzen zu dem Thema, da findet ihr eigentlich alles. Okay, wunderbar. Das packe ich in die Shownotes mit rein, diese Adresse. Dann könnt ihr da problemlos mal draufklicken. Braucht ihr euch auch nicht merken oder wie ich jetzt hier mitschreiben. und dann lass uns vor deinem Schlussappell noch zu deinem Buchtipp kommen. Was sollten speziell jetzt auch die Handwerkerinnen unbedingt mal lesen aus deiner Sicht? Ja, ein eher nicht handwerkstypisches Buch und auch nicht geschrieben von einer Handwerkerin, sondern geschrieben von Monique Siegel. Das Buch heißt War's das schon? Etwas provokant. Im Untertitel, wie Frauen ihre Chancen verpassen. Ist wirklich sehr provokant, ist ein klasse Buch, ist super geschrieben. Einfach so ein Stück weit als, Motivationslesewerk. Es geht im Grunde genommen darum, dass Frauen heutzutage überall ihren Einfluss geltend machen können und das einfach ganz offenbar an vielen Stellen noch gar nicht gemerkt haben. Und das ist eine Ermunterung für Frauen, dass sie diese Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, ganz beherzt ergreifen sollten. Und es ist mit viel Humor geschrieben und ich kenne Monique Siegel persönlich. Wir hatten sie auf einer Veranstaltung auch mit lauter Unternehmerfrauen und Unternehmerinnen im Handwerk. Und es war eine unglaublich gute Veranstaltung. Sie spricht Tacheles, spricht auch offen über Schwächen. Und bohrt ein bisschen mit dem Finger drin rum und es tut kurz weh, aber letztendlich nimmt man ganz viel mit und genau das tut man auch, wenn Frau dieses Buch liest. Okay, packe ich auch in die Shownotes, natürlich auch für alle Männer, ne, Jungs, also können wir auch mal reinschauen, ja, hört sich auf jeden Also wenn Fall ihr uns ein bisschen an. Besser verstehen wollt, lest das Buch, dann ist ein erster Schritt. Das ist dann schon mal was wert, ja. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass du noch Futter hast für ein richtig knackiges Schlusswort. Welchen Appell möchtest du an alle Zuhörer und vor allem auch an die Zuhörerinnen des Workers Cast heute richten? Ach Gott. Das größte Handwerkszeug ist Leidenschaft. Und das bringt mit, egal ob Mann oder Frau, für den Beruf. Und mein Herzenswunsch ist einfach an alle Frauen, die Bock haben auf Handwerk, Bock haben auf eine Betriebsführung im Handwerk. Macht das, was euch Spaß macht, wenn euch das Spaß macht. Gerade der Mittelstand bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Vor allem auch Möglichkeiten der Flexibilität, was man einfach noch nicht erkannt hat. Wir haben ganz viel Interesse, also wir als Frauen auch an
familiären Strukturen in Betrieben und das bietet das Handwerk und das ist unheimlich wertvoll und jeder, der da reingeguckt hat, mir geht es genauso, ich bin infiziert, kann daran Gefallen finden und ja, nicht abschrecken lassen, es ist keine Männerdomäne und es macht unheimlich viel Spaß und ja, das wäre so mein Schlusswort und meine persönliche Begeisterung. Wunderbar, wunderbar. Wichtigster Satz, den ich rausgreifen möchte, das größte Handwerkszeug ist Leidenschaft. Wunderbarer Satz. Weiß gar nicht, von wem der ist. Das weiß ich nicht, von mir ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, könnte von mir sein, ja, aber ist nicht von mir. Nee, ganz, ganz toller Satz, sehe ich absolut genauso. Vielleicht der kleine Einwurf, Leute, Leidenschaft bringt dir nur etwas, wenn du auch etwas daraus machst, wenn du sie mit den Menschen in Verbindung bringst, nur dann kannst du sie nutzen, um Menschen anzuziehen. Die Leidenschaft, die nur in dir steckt, hilft dir nicht, um andere zu begeistern. Das ist vielleicht der kleine Schlusssatz, der Schlusssatz von mir. Aber wir machen nochmal ein Ausrufezeichen dahinter. Das größte Handwerkszeug ist Leidenschaft. Katja, vielen, vielen Dank. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir genauso. Oh, Jörg, total. War ein total nettes Gespräch. Ich danke dir. Wunderbar. Das freut mich, wenn es dir gefallen hat. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ganz gerne eine Rezension bei iTunes. Gebt diesen Podcast und Katja 5 Sterne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Workerscast. Ciao, macht's gut. Bis dahin, euer Jörg. Tschüss. Das war der Workerscast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, dann würde es mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel über iTunes abonnierst, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und mir Feedback gibst und natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen teilst, damit wir so viele Handwerker wie möglich erreichen. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann freut es mich ebenfalls, wenn du mich auf meiner Homepage besuchst, www.jörg-mosler.de. Da findest du auch die Links zu meinen Social Media Kanälen und zu meinem Blog. Und in meinem Shop habe ich 3 kostenlose E-Books mit einer ganzen Menge Tipps für dich vorbereitet. Schau da mal vorbei und ansonsten freut es mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier beim Workerscast. Mach's gut, ciao, dein Jörg.